Hallo Freunde der Fliegerei, hallo Flugsimulator-Enthusiasten und hallo an alle A320-Fans da draußen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Bevor wir ins heutige Thema einsteigen, möchte ich ganz kurz Danke sagen. Danke für die vielen positiven Rückmeldungen zu den letzten Videos. Ich war tatsächlich total überrascht über so viel positive Resonanz und die vielen Bitten, doch noch weitere solche Videos zu machen. Damit habe ich im Ansatz überhaupt nicht gerechnet und von daher freut es mich natürlich umso mehr, dass ihr gerne mehr hören und sehen möchtet. Und damit machen wir auch gleich heute weiter. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Sven und ich bin als Kapitän und Ausbilder auf der A320-Familie bei einer großen deutschen Fluggesellschaft tätig. Diese Videos sollen euch zum einen helfen, die Systeme des A320 besser zu verstehen, aber auch, um euch einen Einblick zu geben, wie man dieses Flugzeug professionell und vor allem sicher im echten Leben von A nach B bewegt. Ihr werdet immer auch mal Unterschiede zu anderen YouTube-Videos feststellen, da jede Fluggesellschaft teilweise ihre eigenen, auf sie zugeschnittenen Verfahren verwendet. Jetzt aber zum heutigen Video. Wir werden uns heute mit dem Thema Go-Round beschäftigen. Dazu nutzen wir den Microsoft Flight Simulator und die Mod von Fly-by-Wire für den A320. Bevor ich euch zeige, wie man diesen fliegt, gibt es noch ein paar Hintergrundinformationen. Was ist ein Go-Round? Wörtlich übersetzt ist es ein Durchstartmanöver. Im Prinzip also nichts anderes als ein Start aus dem Flugverlauf heraus. Das kann in größerer Höhe irgendwo im Anflug sein, das kann aber auch noch nach dem Touchdown passieren. Einzige Einschränkung hier ist, dass der Reverser noch nicht offen sein darf. Sobald wir die Schubumkehr einmal benutzt haben, gibt es kein Zurück mehr, dann muss die Landung erfolgen. Warum machen wir eigentlich einen Go-Round? Dafür gibt es zahlreiche Gründe. Einer der häufigsten ist ganz sicherlich das Wetter. Wenn wir am Minimum wegen tiefer Wolken, Nebel oder starkem Regen oder Schnee die Landebahn bzw. die Befeuerung nicht erkennen können, darf der Anflug nicht fortgesetzt werden. Der Wind ist natürlich auch immer ein Faktor. Wenn die maximale Rückenwind- oder Seitenwindkomponente überschritten wird, darf ebenfalls nicht gelandet werden. Aber auch technische Probleme können zu einem Go-Round führen. Angenommen, wir befinden uns auf einem ILS-Anflug und plötzlich fällt die ILS-Anzeige aus. Wenn ich die Bahn an dieser Stelle noch nicht sehe, darf der Anflug ebenfalls nicht fortgesetzt werden und wir starten durch. Geht ein wichtiges Flugzeugsystem im Anflug kaputt, um das ich mich erstmal kümmern muss, muss der Anflug ebenfalls abgebrochen werden. Habe ich als Pilot einfach mal einen schlechten Tag und habe den Abfangbogen einfach viel zu früh eingeleitet und schaffe es nicht mehr in der Touchdown-Zone aufzusetzen, bedeutet das ebenfalls Go-Round. Natürlich können uns auch die Lotsen die Anweisung geben zum Durchstarten, weil zum Beispiel noch ein anderes Flugzeug die Bahn blockiert oder weil die Staffelung zum vorausfliegenden Flugzeug einfach unterschritten wurde. Das waren noch lange nicht alle Gründe, aber ihr seht schon, es gibt sehr viele Gründe für einen Go-Round. Daher ist es für jeden Piloten immens wichtig, bei jedem Anflug mental auch auf diesen vorbereitet zu sein. Etwa 50% aller Unfälle in der Luftfahrt passieren im Anflug oder bei der Landung. Ein Großteil dieser Unfälle lässt sich auf sogenannte unstabilisierte Anflüge zurückführen. Es kann also heißen, dass man einfach zu hoch war, zu schnell, zu tief, zu langsam oder vielleicht wurde einfach die Landekonfiguration viel zu spät hergestellt. Um dem vorzubeugen, haben fast alle großen Airlines irgendwann ein Limit eingeführt, welches besagt, dass man spätestens ab diesem Punkt den Anflug stabilisiert haben muss. Bei den meisten Airlines sind das etwa 1000 Fuß über der Schwelle. Wenn man es bis dahin aus welchen Gründen auch immer nicht geschafft haben sollte, das Flugzeug voll zu konfigurieren, also Gear Down und Flaps 3 oder Flaps Full, je nachdem mit was man geplant hat, und die Speed nicht innerhalb von V-Approach maximal plus 10 Knoten ist, muss auch hier der Anflug abgebrochen werden. Unfalluntersuchungen haben ergeben, dass die Wahrscheinlichkeit eines Landeunfalls beim Durchbrechen dieses 1000-Fuß-Gates überproportional ansteigt. Ein Go-Round gehört zu den SOPs, also den sogenannten Standard Operating Procedures. Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich hierbei um ein ganz normales Verfahren. Es ist also kein Abnormal, geschweige denn ein Emergency-Verfahren. Auch wenn es unseren Passagieren häufig einen großen Schrecken einjagt, für uns Piloten ist es nichts anderes als ein Start aus dem Flugverlauf heraus. Bevor wir dazu kommen, wie wir den Go-Round denn jetzt praktisch fliegen, noch ein ganz wichtiger Punkt. Ein Go-Round ist für uns immer eine Art Fluchtweg, also ein immer nutzbarer und sicherer Ausweg aus einer Situation heraus. Daher ist das Mindset, also die innere Haltung eines Piloten zum Go-Round, eine andere, als man vielleicht vermuten könnte. Der Gedankengang ist nicht, ich werde jetzt landen und nur wenn es gar nicht anders geht, werde ich durchstarten, sondern es ist genau umgekehrt. Ich lande nur dann, wenn nichts anderes dagegen spricht. Andernfalls wird durchgestartet. Eine letzte Frage bleibt noch offen. Wie wird so ein Go-Round denn jetzt geflogen? Dazu werden wir uns gleich zwei Dinge anschauen. Zum einen das eigentliche Verfahren und zum anderen schauen wir uns anhand eines Beispielanfluges nach London Heathrow die dazugehörigen Karten bzw. das sogenannte Missed Approach Procedure an. Und damit
geht's jetzt los. Wir fliegen heute mal ein ILS auf die 09 links in London Heathrow und dafür habe ich schon mal die passende Karte rausgesucht. Ich benutze immer das Lido-Format, das ist ein bisschen anders als das Jeppesen-Format, gewöhnt man sich aber auch recht schnell dran und es hat eigentlich die schönere Darstellung. Ihr habt hier oben in dem großen Bild nochmal eine generelle Draufsicht auf die kompletten Anflugverfahren in Richtung 09 links, sowohl von Norden kommend als auch die Arrivals von Süden kommend. Und hier der Bereich, da seht ihr, das ist dann das Final in Richtung 09 links. Hier sind die beiden Runways und hinter der Runway seht ihr so eine blau gestrichelte Linie mit einem Pfeil. Das ist unser Mist Approach. Hier stehen noch so ein paar Zahlen dabei. Das ist ganz nett, um das mal als Übersicht zu sehen. Daran orientieren wir uns aber tatsächlich eher weniger, sondern wir haben hier unten rechts in der Ecke, da wo das vertikale Profil nochmal dargestellt ist, da haben wir den eigentlichen Text zum Mist Approach nochmal ganz klar ausgeschrieben. Und an dem orientieren wir uns auch. Und den gucken wir uns jetzt mal an. Hier steht also 089 Grad sollen wir fliegen. Jetzt, was heißt das für mich? Dann gucke ich erstmal, okay, mein ILS hat auch einen Inbound-Kurs von 89 Grad. Das heißt, ich fliege einfach geradeaus. Das ist schon mal gut. Das mache ich bis mindestens 1580 Fuß, also at minimum 1580. Oder D0 steht für 0 Meilen bezogen auf das DMI. Auf welches DMI? India Alpha Alpha, das steht hier hinten dran. Und dann steht hier oben auch auf der Karte DMI India Alpha Alpha, das ist der Identifier. Das ist also das DMI von dieser Anzeige, von dieser Frequenz 110,3 ist da gemeint. Whichever is later, left turn 036 degrees, climb 3000. Das bedeutet, ich muss mindestens in 1580 Fuß sein. Ich muss aber auch mindestens bei 0 Meilen sein, denn hier steht ja whichever is later, um überhaupt die Linkskurve Richtung Nordosten beginnen zu dürfen. Ich muss also beide Konditionen erfüllen, sonst darf ich diese Linkskurve gar nicht erst einleiten. 3000 ist unsere erste Freigabe, die stellen wir auch in der FCU ein. Auf die würden wir dann steigen, solange wir von ATC keine andere Freigabe bekommen. Diese 0 Meilen, die hier stehen, die sind manchmal auf der Anzeige gar nicht so einfach festzustellen. Warum nicht? Wenn ich hier meinem ILS einfach ganz normal folge bis da unten hin, dann komme ich hier an der Schwelle in 50 Fuß etwa, also an dem Zebrastreifen. Hier steht das auch nochmal unten, DMI, India Alpha Alpha, Read Zero at Display Threshold. Das heißt, ich bin hier unten in 50 Fuß bei 0 Meilen. Dann wird mein DMI vermutlich auch 0 Meilen anzeigen, denn ich bin ja sehr, sehr nah an der Station. Wenn ich jetzt einen Go-Around einleite, muss ich mir darüber keine Gedanken machen. Wenn ich aber zum Beispiel einen Go-Around am Outermarker oder hier bei 4 Meilen schon einleite, dann bin ich ja bereits noch in 1400 Fuß. Das heißt, ich würde auf 3000 Fuß hier erstmal hochsteigen, darf ja die Linkskurve noch nicht machen, denn ich muss ja erstmal in Richtung 0 Meilen India Alpha Alpha fliegen, bevor ich die machen darf. Und wäre dann hier an der Bahnschwelle vermutlich schon locker in 3000 Fuß. Das heißt aber auch, wenn ich hier India Alpha Alpha in 3000 Fuß überfliege, dann wird meine DMI-Anzeige natürlich niemals 0 Meilen anzeigen. Denn die Mileage, die ich angezeigt bekomme, bezieht sich immer auf meine Flugzeugposition in Relation zur Station. Und das kann eben auch ein Höhenversatz sein. Das heißt, wenn ich die vertikal genau überfliege, wird er mir bei 3000 Fuß vermutlich trotzdem 0,5 Meilen als Entfernung anzeigen. Und die wird auch nicht weniger, weil ich bin ja einfach zu hoch über diesem Punkt. Das muss ich einfach wissen und da muss ich mein DMI so ein bisschen im Auge behalten. Das heißt, solange meine DMI-Entfernung rückwärts läuft, also die Entfernung geringer wird, bewege ich mich natürlich auch darauf zu. Aber in dem Moment, wo meine DMI-Anzeige wieder mehr wird, dann kann ich davon ausgehen, dass ich diese 0 Meilen tatsächlich dann auch hinter mir gelassen habe. Und wenn ich dann eben auch die 1580 Fuß habe, darf ich die Linkskurve beginnen. Und das machen wir gleich. So, hier sind wir angekommen. Wir befinden uns im verlängerten Final auf die 09 links in 2500 Fuß bei 250 Knoten. Und wir sind schon auf dem Loglaser drauf und haben den Gleitsub geahmt. Beide Autopiloten sind angeschaltet und wir gucken uns jetzt mal an, was wir wirklich vorbereiten müssen. Natürlich muss ich für den Go-Round in der MCDU nichts speziell wirklich vorbereiten, denn wir müssen ja immer auf einen Go-Round vorbereitet sein. Das heißt, es gehört einfach mit zur ganz normalen Anflugvorbereitung. Hier würde man auf der Flightplan-Page einfach schauen, wie das Routing hinter der Destination aussieht. Ihr seht, hier befindet sich die Bahn
und hier hinten dran würden jetzt eigentlich die Mist Approach-Punkte auch in der Database stehen. Die würden hier blau erscheinen und das hat einfach den großen Vorteil, dass man den kompletten Go-Round auch im NAV-Mode abfliegen kann. Haben wir hier jetzt leider nicht, deswegen müssen wir den tatsächlich dann im Heading-Mode, also ganz normal und konventionell, selbst abfliegen. Ansonsten gibt es nichts weiter zu berücksichtigen. Ich zeige euch nochmal die Go-Round-Phase, die befindet sich hinter der Approach-Phase, eine weitere Seite. Ihr seht schon, hier kann man nicht wirklich viel einstellen. Hier kriegt ihr nochmal die Speeds dargestellt. Ansonsten könnte man hier die Thrust Reduction und Acceleration Altitudes anpassen, als auch die Engine Out Acceleration. Da fassen wir in der Regel nichts an. Wir lassen die Werte in der Regel so stehen. Es gibt nur wenige Ausnahmen, wo man das mal anpasst. Jetzt zu dem, wie man das Verfahren eigentlich fliegt. Erstmal rufe ich als Pilot Flying Go Round Flaps. Damit sage ich zum einen meinem Kollegen, wir werden jetzt einen Go-Round machen und ich sage ihm, er soll die Klappen fahren. Was macht er mit den Klappen? Er fährt sie genau eine Stufe zurück. Heißt, wenn wir mit Configuration Full unterwegs sind, fährt er sie auf 3. Sind wir mit Configuration 3 als Landing Configuration unterwegs, fährt er sie auf Konfiguration 2. Was mache ich als Pilot Flying? Natürlich erstmal das Offensichtlichste. Ich werde erstmal Gas geben. Ich werde also beide Thrust Lever aus der Climb Notch oder wenn ich manuell geflogen bin, stehen sie ja irgendwo hier zwischendrin, nach ganz vorne an den vordersten Anschlag schieben in diese Toga Notch. Toga steht für Takeoff and Go Around. Damit werden verschiedene Sachen auch dem Flugzeug getriggert, da komme ich gleich noch zu. Zeitgleich mit Setzen von Toga werde ich an meinem Sidestick ziehen, wenn ich manuell fliege und die Nase etwa auf 15 Grad Pitch hochnehmen und dann hier meinem Flight Director folgen. Sollte ich das Ganze mit Autopilot fliegen, fliegt der Autopilot natürlich selbstständig diese Pitch. Wenn ich diese beiden Thrust Lever in die Toga Notch nach vorne schiebe, habe ich nicht nur mehr Schub, sondern wie ich eben schon gesagt habe, gebe ich auch dem Flugzeug zu verstehen, ich lande nicht, sondern ich mache einen Go-Around. Was passiert dann? Mehrere Dinge passieren, abgesehen davon, dass die Triebwerke natürlich hochlaufen, wird hier die Go-Around-Phase aktiviert. Das heißt, wir sind ja normalerweise in der Phase noch in der Approach Phase, die wäre jetzt hier grün, dann wird die Go-Round Phase aktiviert. Das heißt, ihr werdet dann plötzlich diese Seite hier sehen. Auf der Flightplan Page würde man jetzt sehen, dass der Mist Approach zum aktiven Flugplan wird. Ist hier leider noch nicht implementiert, kommt sicherlich irgendwann später nochmal dazu. Außerdem wird hinter dem Mist Approach automatisch der letzte Anflug wieder hinten dran gehangen. Des Weiteren werdet ihr hier oben im FMA andere Modes angezeigt bekommen. Die Modes sind wichtig und deswegen werden diese Modes auch vom Pilot Flying ausgerufen. Was erwarte ich hier? Das Speed verschwindet und hier wird eine Box erscheinen, da steht Manual Toga. Heißt, ich habe manuell Toga selektiert. Hier wird nicht mehr Glidescope stehen, hier steht SRS. SRS steht für Speed Reference System, das heißt, der Flight Director, also hier diese Bar, die dann irgendwo nach oben zeigen wird, wird uns so viel Pitch hier anzeigen, dass ich die aktuelle Speed halte oder wie Approach, welche auch immer die höhere ist. Also wenn mein Speedbug bei 130 steht und ich fliege 130, dann wird mir der Flight Director eine Pitch anzeigen, um diese 130 zu halten. Wenn ich gerade in dem Moment, wo ich den Go-Round eingeleitet habe, 140 Knoten fliege, dann wird er mir 140 Knoten anzeigen. Wir fliegen dann also nicht genau Bugspeed, aber das ist per Design so gewollt. Auf der rechten Seite oder rechts neben dem SRS erscheint entweder NAV oder Go-Round-Track im echten Flieger. Da gibt es auch unterschiedliche Software-Standards in den Flugzeugen. Das eine Flugzeug macht so, das andere macht es anders. Hier in diesem Simulator wird Go-Round-Track erscheinen. Das bedeutet, dass in dem Moment, wo ich den Go-Round einleite, der aktuell geflogene Track einfach gehalten wird. Das heißt, wenn ich jetzt hier, warum auch immer, 5 Grad zu weit nach rechts oder 5 Grad zu weit nach links fliege, dann heißt das auch, dass der Flight Director die ganze Zeit den falschen Kurs mir anzeigt. Das heißt, ich muss relativ zügig im Go-Round dann hier auch diesen Mode wechseln und entweder auf NAV gehen, was jetzt hier leider nicht möglich ist, weil in der Database kein Mist Approach hinterlegt ist, oder eben auf Heading wechseln. Das ist das, was wir gleich machen. Und wie ich schon angedeutet habe, die Autopiloten oder der Autopilot kann drin bleiben, denn der Flieger kann das auch mit dem Autopiloten fliegen. Autothrust wird hier von weiß auf blau wechseln. Blau ist ja immer ein gearmter Mode. Heißt, der Autothrust ist nicht mehr an, so wie jetzt. Jetzt ist er angeschaltet, sondern er ist gearmt. Denn sobald wir die Thrust Lever hier aus der Climb Notch nach vorne rausschieben, ist er nur noch gearmt und fliegt einfach stur, in dem Fall Toga. Erst wenn ich die
Thrust Lever irgendwann an der Thrust Reduction Altitude wieder zurückziehe. In dem Fall muss ich zweimal zurückziehen, also zwei Notches zurückziehen in die Climb Notch. Erst dann fängt der Autothrust wieder an zu regeln. Und aus dem blauen Autothrust wird wieder ein weißer Autothrust. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ich werde an den entsprechenden Stellen immer wieder mal kurz anhalten und euch durch die einzelnen Stellen durchsprechen. Und wenn wir das gemacht haben, fliegen wir es am Ende einfach mal komplett ohne Pause ab. Speed is managed. Ihr seht, die Drehzahl geht runter. Wir werden jetzt immer langsamer. Ihr seht hier auch diesen Speed-Trend. Der zeigt also an, wo sich unsere Speed hinbewegt. Und zwar, wo sie in 10 Sekunden ist. Und sobald sie hier unter den 230 ist, fahren wir die erste Klappenstufe aus. Das machen wir jetzt. Jetzt seht ihr, jetzt ist das die Maximalgeschwindigkeit für die aktuelle Konfiguration. Und der nächste Doppelstrich ist hier bei 200, denn das ist die Maximalgeschwindigkeit für die nächste Klappenstufe. So, jetzt fahren wir die Klappen auf 2. Und jetzt seht ihr schon, jetzt sind wir bei Glideslope Intercept, haben Config 2. Damit sollten wir jetzt in der Regel nicht mehr beschleunigen. Wenn wir jetzt relativ starken Rückenwind hätten, dann könnte es immer noch sein, dass es eng werden würde. Ist jetzt heute aber nicht der Fall. Glideslope da. Jetzt setzen wir unsere Go-Around Altitude, nämlich 3000 Fuß. Wann fährt man das Fahrwerk aus? Ungefähr bei 2000 Fuß über Grund. Wenn man das macht, ist man relativ konservativ unterwegs. Das machen wir jetzt. Und reicht in der Regel aus, damit man in 1000 Fuß established ist. Auch da ist es kein fixer Wert. Wenn man jetzt viel Rückenwind hätte, müsste man es auch da deutlich früher ausfahren. Wir warten, bis das Fahrwerk komplett ausgefahren ist. Und dann gehen wir auf Flaps 3. Jetzt sind wir schon unter der maximalen Speed für Flaps Full. Das heißt, die können wir jetzt auch schon fahren. Wir fahren die Flaps auf Full aus. Und ihr seht, wir sind jetzt in 1400 Fuß, das sind ungefähr 1300 Fuß über Grund, ein bisschen mehr. Hier kann man es auch am Radio-Altimeter so ein bisschen ablesen, wenn es flach ist vor der Landebahn. Und wir sind komplett konfiguriert, Gear down, Flaps full und wir sind on speed. Jetzt kann der Pilot Flying noch die Landing Checklist anfordern. Das ist beim Airbus schön einfach. Er sagt einfach Landing Checklist und der Pilot Monitoring antwortet EK Memo Landing No Blue. Der Pilot Flying bestätigt das nochmal. Landing No Blue heißt, auf dem E-Cam vorne sind keine blauen Zeilen mehr. Alles ist in grün, so wie es sein soll. Okay, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, der Lotse hätte gerade gesagt, dass die Bahn noch blockiert ist und wir müssen durchstarten. Dann würde ich als Pilot Flying jetzt in diesem Moment sagen, Go Around Flaps. Ich mache mal kurz auf Pause. Als Pilot Flying habe ich jetzt also die Thrust Lever auf Toga geschoben, wie ihr seht. Und der Flieger gibt damit jetzt Vollgas. Er hat hier automatisch die Go-Around-Phase aktiviert. Und ganz wichtig, die Modes haben sich hier genauso verändert, wie wir es erwartet haben. Manual Toga steht hier, SAS, Go-Around-Track. Das Cat3-Dual verschwindet gleich noch. Die beiden Autopiloten sind noch drin und der Autothrust ist nicht mehr aktiv, denn hier steht, Autothrust ist jetzt
nur noch geahmt. Das, was wir als nächstes machen, als Pilot Flying, wenn wir manuell fliegen würden, würden wir jetzt am Sidestick ziehen. Der Autopilot ist noch drin, deswegen lassen wir es jetzt einfach mal den Autopiloten fliegen und wir gucken uns das an. Der Pilot Monitoring hätte aufgrund meines Commands die Klappen jetzt auf 3 gefahren. Das übernehmen wir jetzt für ihn. Ich lasse also mal los. Das nächste, was der Pilot Flying macht, er ruft die Änderungen des FMAs einmal aus. Ich mache nochmal kurz Pause. Er sagt also, Mantoga, SRS, Go Around Track, Autothrust Blue. Wenn ich das gesagt habe, dann sagt der Pilot Monitoring, sofern wir eine positive Steigrate auch haben, die haben wir im Moment, Positive Climb. Meine Antwort darauf, Gear Up. Das machen wir jetzt auch. So. Ich mache nochmal Stopp an der Stelle. Im Prinzip haben wir jetzt die Goron-Konfiguration erstmal hergestellt. Das Wichtigste ist gemacht. Wir haben den entsprechenden Schub, wir haben die entsprechende Klappenstellung, das Fahrwerk ist eingefahren und wir steigen. Als nächstes gucken wir, wo muss ich denn überhaupt langfliegen? Das heißt, jetzt kommt unser Routing zum Tragen. Wir würden also jetzt an der Stelle mal schauen, okay, oder wir erinnern uns nochmal, ja, bei ungefähr 1600 Fuß und etwa bei 0 Meilen, bezogen auf das DMI hier unten, muss ich die Linkskurve in Richtung 36 Grad machen und ich muss auf 3000 Fuß steigen. Okay, mit Go on Track macht er das natürlich nicht. Das heißt, als nächstes gehen wir hier in den Heading Mode und warten, bis wir in 1600 Fuß sind und hier die 0 Meilen passiert haben, beziehungsweise wie eben schon erklärt, dadurch, dass wir höher sind, geht das nicht auf 0. Es wird also ein höherer Wert hier stehen. Dass hier oben jetzt das Lever Climb steht, ist leider ein Bug. Das ist verkehrt. Denn hier unten, wir hatten eben drüber gesprochen, in der MCDU seht ihr ja, das ist die aktive Phase. Da steht Thrust Reduction Altitude, das ist die vordere Zahl, 1580 Fuß. Das heißt, erst bei 1580 Fuß reduziere ich meinen Schub von Toga wieder zurück auf Climb. Damit ich das nicht vergesse, blinkt hier oben dieses Lever Climb. Das darf natürlich aber erst tatsächlich hier oben blinken, wenn wir durch 1580 Fuß durchgestiegen sind und werden dann die Thrustlever zurück in Climb ziehen. Und dann werdet ihr sehen, dann gibt es hier wieder einen Mode Change und Auto Thrust wird dann auch wieder weiß, denn der ist dann wieder aktiv. Dann lassen wir mal weiterlaufen. Wir beobachten mal hier die DMI 06. Ich mache nochmal Stopp. Jetzt sind wir hier bei 1600 Fuß. Wir haben also hier diese 1580 durchschritten. Das heißt, jetzt können wir den Thrust zurück von Toga auf Climb nehmen. Das machen wir gleich. Und dadurch, dass die 3000 Fuß relativ niedrig sind und unsere Steigrate relativ hoch ist, ist er hier auch schon in den All-Star-Mode gegangen. Das heißt, er fängt jetzt schon an, langsam einen Level off zu machen, damit wir die Höhe hier nicht überschießen. Gleichzeitig, dadurch, dass wir ja auch durch die Acceleration hier durch sind, durch diese 1580, können wir jetzt weitermachen und unser Flugzeug sozusagen aufräumen. Das bedeutet, wir wollen ja wieder mit einer normalen Geschwindigkeit fliegen. Das heißt, wie nach dem Start werden jetzt die Klappen eingefahren. Und zwar in dem Fall direkt von 3 auf Klappenstufe 1. Einer der wenigen Fälle, wo wir tatsächlich mal eine Klappenstufe überspringen dürfen. Also, erstmal zurück in die Climb Notch. Und jetzt seht ihr, der Autothrust ist weiß, also aktiv. Und der Speed Mode hat sich auch geändert. Das heißt, jetzt kommt nochmal ein Callout. Speed, Autothrust. Wir fahren die Klappen auf 1. Wir beobachten weiter hier unsere Mileage, 0,3. 0,4, sie wird jetzt mehr. Das heißt, ich kann jetzt meine Linkskurve einleiten, denn ich bin auf jeden Fall über die Station geflogen und die 1600 Fuß habe ich auch durch. Jetzt bin ich über der S-Speed. Jetzt kann ich die Klappen ganz einfahren. Flap Zero.
Und damit ist das Go-Around-Verfahren einmal komplett abgearbeitet. Ihr habt gesehen, da passieren relativ viele Dinge innerhalb von kurzer Zeit. Da ist natürlich auch Crew-Coordination, also die Arbeit zwischen Pilot Flying und Pilot Monitoring, extrem wichtig, dass beide zusammenarbeiten, dass jeder auch genau weiß, was er tut und dass man es auch ganz klar kommuniziert. Immer ganz wichtig. Um gerade bei solchen Situationen, wo viele Aufgaben innerhalb von kurzer Zeit erledigt werden müssen, eine kleine Hilfestellung zu bekommen, gibt es in der Luftfahrt eine schöne Regel. Die ist einfach zu merken und vielleicht habt ihr sie auch schon mal irgendwo gelesen oder gehört. Wir arbeiten immer nach einer ganz bestimmten Reihenfolge und die muss man sich immer wieder vergegenwärtigen und sich auch dran halten. Erstmal Aviate, dann Navigate und dann Communicate. Was bedeutet das? Wenn wir das auf unser heutiges Verfahren, nämlich den Go-Around, mal projizieren, heißt das, erstmal muss ich dafür sorgen, dass Gas gegeben wird. Dann muss ich dafür sorgen, dass die richtige Pitch eingenommen wird. Und was auch dazu gehört, ist die richtige Konfiguration des Flugzeuges. Sind die Klappen in der richtigen Stellung? Ist das Fahrwerk eingefahren? Und erst wenn ich das alles sichergestellt habe und mich in einem sicheren Steigflug befinde und alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann komme ich zum nächsten Punkt, nämlich Navigate. Dann schaue ich, wo befinde ich mich gerade? Muss ich die Kurve einleiten? Muss ich noch weiter geradeaus fliegen? Befinde ich mich in der richtigen Höhe? Und wenn ich das gemacht habe, kommt als allerletztes der Punkt Communicate. Erst dann würde ich anfangen, mit ATC nochmal zu kommunizieren. Das hört sich trivial an, kann aber im Eifer des Gefechts, gerade wenn viele Aufgaben auf einmal auf einen niederprasseln, dann auch mal durcheinander geraten. Deswegen muss man sich an diese Regel immer und immer wieder erinnern, dass man sie auch genau in der richtigen Reihenfolge eben einhält. Zum Schluss, wie versprochen, schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal in Echtzeit an, ohne Pause. Wir lassen es einfach komplett durchlaufen, ich werde auch nichts kommentieren. Und ich habe noch das Programm FS2Q im Hintergrund laufen, das heißt, ihr werdet auch ein paar Callouts hören. So ist es dann nochmal ein Stück weit realistischer und hoffentlich wird dann alles noch ein bisschen klarer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe vor allem, dass es euch was gebracht hat und ihr ein bisschen was gelernt habt. Schön, dass ihr wieder bis zum Ende mit dabei geblieben seid. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und diesmal wünsche ich euch always happy go around. Flaps 1. Speed checked. Flaps 1. Flaps 2. Speed checked. Glides Lobster. Check. Flaps 2. Glide slope. Check. Gear down. Flight attendants, please prepare for landing. Gear down. Flaps 3, speed checked. Flaps 3. Flaps full, speed checked. Flaps full. Landing checklist. Cabin crew. Advised. Auto thrust. Speed. Auto brake. Off. ECAM memo. Landing no blue. Landing checklist complete. Menu flight. Check. 1000. Check.
500. Go around flaps. Check. SIS, go around track. Auto thrust blue. Check. Autopilot 1. Check. Menu flight. Check. Positive climb. Gear up. Autopilot 1. Check. Heading. Check. Bolt start. Check. Gear up. Speed. Check. Flaps 1. Speed checked. 1,000 to go. Check. Flaps 1. Flap 0. Speed checked. Flaps 0.